Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 bei unserem bereits vierten Vereinigungskrieg gegen Großbritannien und leider auch Russland. Die Russen waren ein viel zu treuer Bündnispartner von den Briten. Ohne die Russen hätten wir diese Kriege alle viel, viel schneller gewonnen. So müssen wir uns durch massenweise Russen durchschlachten. Das ist unfassbar. Also was wir schon an Russen getötet haben, das ist unglaublich. Und da kommen immer wieder noch mehr. Also es ist unfassbar. Irgendwann müssen die denen doch ausgehen. Ich glaube, sie haben jetzt nur noch... Sie haben jetzt nur noch... Also ich hoffe es zumindest, dass ihnen jetzt langsam die normalen Truppen ausgehen. Und sie nur noch wie heißt das, mobilisierte Truppen haben. Aber wer weiß das schon genau. Ja, meine Steuern habe ich in der Zwischenzeit etwas geändert. Ich habe den Steuersatz etwas zurückgedreht und gleichzeitig habe ich noch eine Armee ausgehoben. Ja, das sind 42.000. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das... Das könnten tatsächlich... Was sind das? Sind das Milizionäre? 42.000? Sollte das da hinten sein? Also entweder sind das Milizionäre oder... Oder der Russe hat da noch normale Truppen. Das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Naja, schauen wir mal. So, am besten du steigst auch aufs Schiff. Und wir bringen dich auch um, weil da sind 42.000 Briten. Das sind zwar meiner Meinung nach, glaube ich schon, dass wir uns mit den zwei Armeen, die ich jetzt darüber geschippert habe, erledigen können sollten, so. Aber sicher ist sicher. Das stört nicht immer noch ein, weil die haben wir, brauchen wir sowieso nicht. Okay, 40 dann wieder, 35.000 Mann erledigt. Das ist unglaublich. Und wir selbst haben praktisch nichts verloren. Wo bist du hin? Nach Aralsk. Da haben wir auch noch 42.000 Mann. Die aber versuchen dort rauszukommen. Wenn wir da sofort nachfahren. Bis wann sind wir denn da dort? Bis wann sind wir dort? Am 4. 5. Jänner. Und wenn die weitergehen, dann können wir da noch die restlichen Truppen erledigen. Okay. So, wo geht's hier hin? Nach Maschad. So, 3000 von euch gehen einmal nach Nukus. Die können dann nach Aralsk nachgehen. Und die anderen gehen nach Kiva. Und da sind 11.000, die fliehen. Die verfolgen wir mit den 30.000. Und hier 16.000 geht es da nach Balk, um euch zu erholen. Und die 22.000 geht es daher, um euch zu erholen. Ist doch schon mal ein ganz guter Punkt. Okay, das ist eh da gewesen. Wir haben Taschkent die Belagerung gewonnen. Na dann, gehen wir weiter nach Yasi. Oder Almata. Na, gehen wir nach Yasi. Und du gehst nicht daher, sondern du gehst nach Almata. Geht schneller. Ist okay. Ist auch okay. Das ist nur Dings, das ist nur Koloniezeug. Das brauchen wir alles nicht. Wichtig ist, dass wir an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir Russland vollkommen vernichten, weil die sind Anführer im Krieg. Und wenn wir die fertig gemacht haben, in der letzten Folge ist Russland sogar, hat sogar Russland den... Nein, Golf von Indus, das klingt nicht gut.
Ah, meine schönen Schiffe. Ah, Gott sei Dank. Das sind nur Transporter, die wir da vernichten. Weil wir haben nicht wirklich Schiffe zum Kämpfen. Wir haben genau zwei Handelszerstörer, die so eine Art. Die Liberalen. Nein, 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 Pause, 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 Pause. Das ist jetzt erst, bist du irre. Das gefällt mir gar nicht. Das könnte ganz, ganz schlecht enden, wenn unsere Schiffe versenkt werden. So, das haben wir gewonnen. Ihr bleibt mal da stehen und wartet. Gut, Schand gewonnen. Gut, dann müsst du nur daher gehen. Weil du kannst sowohl nach Yassi als auch nach Alma Ata nachgehen. Je nachdem, wer dich braucht. So, Tabuk gewonnen. Genau, nach Jida. Was ist mit euch? Hier geht's nach Apa. Wo ist Apa? Da. Ah, das ist gut. Das ist gut. So. Jo, apropos, Österreich ist wieder eine Großmacht. Russland hat den Großmachtstatus verloren. Bist du irre? Die haben gelitten unter dem Krieg, die sind nur noch auf Militär 143. Wir haben noch immer 106 Punkte durch Soldaten. Das heißt, sie sind schon schwächer als Großbritannien, obwohl sie am Anfang des Kriegs stärker waren als Großbritannien. Was die an Unmengen Truppen in diesem Krieg schon verheizt haben, das ist unfassbar. Es ist eigentlich unglaublich. Okay. Ich will gar nicht wissen, was die Unrest. Kann man sich das bei den Gegnern auch anschauen? Konfliktpotenzial? Naja. Gut, das ist uns. Nicht so beziehungen, nein. Sieht man die nach Revoltenrisiko? Irgendwo muss es ein Revoltenrisiko geben. Wo war denn das? Ah, Revoltenrisiko. Sieht man das nicht? In gegnerischen Staaten? Schade. Sieht man nur für den eigenen Staat. Oder für die eigenen kontrollierten Gebiete. Naja. Ist okay, von dem Kuss könnten wir. Oh, warte mal. Da waren Truppen, da waren gegnerische Truppen in Kiefer. Das sind nur 15.000. Kommen da welche nach? Die gehen nach Yassi. Ja. Wie viele sind denn das? Vielleicht gehen wir dann doch mal daher. Schauen wir mal. Und du gehst nicht daher, sondern daher. Ach so. Ha. Ich bin mit denen rausgezogen. das habe ich total übersehen. Die sollten eigentlich dort stehen bleiben und sich eingraben, damit sie einen Bonus kriegen. Aber gut soll sein. Wir haben so oder so einen Bonus und das sind sowieso Truppen, die sich zurückgezogen haben. So, die gehen nach Apa. Wie schaut das aus mit der Flotte? Könnten wir die bitte versenken, diese beiden blöden Schiffe?
bevor da irgendwelche Verstärkungsschippernakeln kommen. Am 2. Januar, na gut. Hey, wir haben eine Seeschlacht gewonnen. Das ist mal was Neues. Wir können Frauenwahlrecht verfügen. Ah, das ist gut. Das haben wir uns ja aufgehoben für diese Situation. Erst. Die haben das echt geschafft, dass sie vor uns. Ach so, aber da sind ja noch welche nachgezogen. Deswegen sind wir ja hauptsächlich dort drüber, weil da ja welche geflogen sind in diese Richtung. So muss Frauenwahlrecht verfügen. Gehen wir mal so. Da werden wir denen folgen, die werden dann nämlich auch in die Richtung gehen. Dieser 20.000 Russen. Haben die auch irgendeinen Kampf, den die gewonnen haben schon? Ich würde sagen, machen wir jetzt das Frauenwahlrecht. Das senkt nämlich unsere Kriegsmüdigkeit. Und wir zeigen, wie fortschrittlich wir sind. Gut. Ah ja, gut, du bist nicht schon. Kuala Lumpur gehört uns auch bereits, dann gehen wir weiter. Das sind Flotten von Johor. Oder mit Bela, wo ist Bela? Da! Wir sehen fremde Truppen. Oh. Warte, warte, warte. Einfach Bela. Das ist eigentlich so, ne? Verbarrikadiert, offensichtlich nicht gut genug. Eigentlich könnten wir mit den 60.000, 90.000 da auch in Yassi angreifen. Wir sind jetzt schon so viele. So stark in der Überzahl, dass wir das durchaus wagen können, mal so einen schnellen Angriff. Ist das? Ja, die mittleren sind die 42.000 müssen die Husaren sein. Ah nein, das ist nur Artillerie. Das letzte ist Artillerie. Das erste ist Kavallerie. Das zweite ist Infanterie und das letzte ist Artillerie. Okay. Schauen wir mal,
was passiert denn mit denen, dass nur Artilleriekorps angreifen? So. Okay, du bleibst du mal stehen. Achso, du bist daher. Du gehst nach Karachi. Nein, du bleibst da stehen. Oder gehst nach Karachi? Gehst nach Karachi, ist besser. Gut. Aha, das können wir auch gewonnen. 27.000 könnten nach Aktosch gehen. Wo geht's hier hin? Ja, die Russen weichen immer weiter ins Hinterland zurück, aber das Problem ist, was soll ihnen das bringen? Warum fühle ich, was sollte ich da trotzdem gewinnen? Und schon wieder ein Botschafter ausgewiesen. Na super. Ausgezeichnet. Sind das wirklich nur? Nein, ich weiß nicht, das ist falsch angezeigt worden. Ach so, nein, das sind Pioniere. Okay, das ist ja gar kein Ding. Sie sind ja gar keine Kavallerie. Pioniere zählen zu den Artillerien, ja. Das ist ein Gemetzel. So ein Pionier im Feld ist jetzt nicht unbedingt das Stärkste. Au. Da habe ich ziemlich teure Truppen vernichtet von denen. Und da auch. Yassi. Relativ viele Truppen haben nicht verloren. So. Die gehen alle nach Aktobe. Du bist da. Du gehst daher. Wie viele sind das und wann sind sie weg? 31. Jänner bis 8. Februar. Ah, du kommst jetzt am 18. da dran. Da ist schon alles vorbei. Mhm. Gebiet abgesperrt, wo man nicht fliehen kann. 29.000 Italiener. Die sind nicht im Krieg mit mir. Das ist gut. Das sind sogar Verbündete von mir. Sind bereits 10. Die sind sogar hinter die Schweiz zurückgefallen. Autsch, das tut weh. Die haben überhaupt kein Prestige, kein Industrie. Prestige 370 Punkte ist eh noch relativ viel, wenn man vergleicht das mit Österreich oder Japan. Die sind halt industriell sehr viel stärker. Wie schaut das aus? Wir sind bei 70%. Naja, schau an. Es nähert sich ja langsam einer Gegend,
wo es Sinn macht. So, nein, nach Zahnbild gehen wir sowieso schon. Dann gehen wir da weiter. Ach wie. Komm schon, Russland bricht zusammen. Eine richtig schöne Revolution. Das wäre es jetzt. Du bleibst da. So, dann werden wir da jetzt versuchen, wieder einen großen Trupp zu erledigen. Das sind hauptsächlich Infanterie. Nur noch ganz wenig normale Truppen. Das Problem ist, das Gebiet hier ist so riesig, dass man Gefahr läuft, sich vollkommen zu zerfleddern und dann sind die paar Truppen, die er noch hat, doch gut genug, um dich zu erledigen. Was willst du, Italien? Welchen Krieg? Du willst Krieg gegen Österreich führen und willst meine Hilfe dabei? Ach Gott. Deutschland ist auch dabei. Gegen Frankreich. Gegen Frankreich? Ja, natürlich machen wir da mit. Natürlich machen wir da mit. Weil. Also zunächst einmal du gehst einmal daher. Und danach gehst du daher. Dann können wir Pondicherry verlangen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Den Krieg haben wir eh schon fast gewonnen. Dann brauche ich wenigstens Frankreich, wenn wir den Krieg erklären. Das wollte ich sowieso schon machen, die ganze Zeit. Und ich will fast sagen, okay, da reingehen. Der Februar bis dahin sind wir gleich nicht oben, oder? Nö, schade. Das wäre schön gewesen. Wenn wir die so alleine erwischt hätten, diese 36.000 Mann.
das sind schon wieder 39. Das sind noch immer 39.000 Mann. Das gibt's ja nicht. Wo nimmt er die Truppen her? Bitte sag mir, dass das die letzten Truppen sind, die er hat. Gibt's das? Irgendwie schön, wenn Italien auch auf meiner Seite da kämpfen könnte, aber gut. Ach, man kann halt nicht alles haben. Jetzt fühle ich mich mit der ganzen Weltkrieg, also so gesehen, passt das dann schon. Warte mal, schauen wir uns das gleich nochmal an. Dann führen wir Krieg. Wir führen Krieg mit Russland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, no say, was wir führen mit der ganzen Welt Krieg. Aber Holland ist auf unserer Seite und das ist gut. Und vor allem Deutschland ist auf unserer Seite. Also zumindest Österreich und Frankreich sollten keine Gefahr darstellen. Und sobald wir Pondicherry erobert haben, werden wir von Frankreich Pondicherry verlangen. Yes, vielleicht kann man es gleich verlangen, sogar schon. Wir können es gleich verlangen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Hey, wir haben Röntgenstrahlen entwickelt. Gut. Du bist mal da stehen und bist unterstützend. Mist, wir zu langsam gegen da jetzt hin. Wow, 60.000 niederlegt. Dann geht's alle nach Gurjew. Und da bleibt aber eh kaum jemand zurück. Das heißt, ihr geht bitte alle nach einfach. Und du gehst auch dorthin. Ja. Und du kommst dahin. Was ist mit dir?
haben Singapur erobert. Ja, das war's. Mehr Richtung Süden geht's dann nimmer mehr. Naja, dann gehen wir mal daher. Und erobern mal das hier. Und hier machen wir das gute Schulsystem, damit unsere Kinder besser lesen und schreiben lernen. Ausgezeichnet. So ein Krieg ist zumindest ganz gut für Sozialreformen. Was ist das für einer? Spanien? Sind wir mit Spanien im Krieg? Mal schauen. Nein, wir sind nicht mit Spanien im Krieg. Ich spare auf unserer Seite im Krieg. Nein. Ausgezeichnet, was machen die Spanier dann da? Sind nicht mit uns im Krieg. Gut. Gut. Ach, alles kann man auch also. Na, du gehst auch daher. Geil gewonnen. Mit. Du sollst darüber gehen. Und der Tourguy wird dann nach Orsk gehen. Oh, 48.000 Briten. Schon wieder Briten. Aber das sind jetzt nur Infanteristen. Gut. Wohin gehst du nach Hodeida? Wo ist Hodeida? Mekachida, Sharuga? Wo zum Henker ist Hodeida? Der Hotaider? Oh, da ist Hotaider. Der greift mich an. Das ist ja arg. Dann greifen wir dich aber auch an, was weißt du? Ist okay. Der geht nach Zambul, das ist gut. Soll er das machen? Ich werde ihn nicht aufhalten. Noch immer 57.000 Russen. Und da sind nochmal 15.000. Und da sind 30.000. So, ihr rastet euch einmal aus. Ja, hier geht's darüber. Wie verläuft unser Krieg in Europa? Okay, Österreich-Ungarn kriegt einen auf den Deckel, das war irgendwie abzusehen. Und Frankreich existiert ja eigentlich nicht wirklich armeemäßig, also kriegen sie auch einen auf den Deckel. Gut, es wäre irgendwie noch schön, wenn Deutschland und Italien sich meinem Krieg auch anschließen würden. Nicht einmal ein Weltkrieg, weil Russland ja keine Großmacht mehr ist. Oh wow. Sind wir schon auf 72% ausgezeichnet. Kann ich mit Österreich eigentlich Frieden schließen? Ah, ich bin ja Anführer im Krieg.
Das ist ja super. Wieso nicht Deutschland? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich würde dieses Angebot nicht annehmen. Na gut. Dann halt nicht. Dann wartet halt noch, bis ihr mehr auf den Deckel gekriegt habt. So, diesen Krieg könnt ihr nicht gewinnen. Ihr führt zwar nicht gegen mich Krieg, aber ich glaube, Deutschland und Italien sind stark genug, um euch zwei auseinanderzunehmen. Dich und Frankreich. Frankreich ist so mies in dem Spiel. Das ist unfassbar. Ich habe noch nie so ein schlechtes Frankreich gesehen. So, warte mal, bis zum 7. April ist er dort. Oh, ich bin im 1. April da. Na gut, dann bleiben wir noch stehen. Du kriegst einen neuen Anführer. Nein, nein, nein. Wir brauchen einen, der auch gut angreifen kann. Und da hinten bin ich eher in der angreifenden Position. Naja. Er soll zumindest kein Minus auf Verteidigung haben. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Ich finde es ziemlich verwegen, dass du mit deinem 50.000 Mann meine 50.000 Mann angreifst. Ich weiß schon, für euch sind wir nur die Wilden, aber in Wirklichkeit müsstet ihr eigentlich mittlerweile begriffen haben, dass wir die bessere Technologie haben als ihr. Boah, wir haben wieder 60.000 Russen sind gestorben und 5.000 von uns. Unglaublich. So, die gehen nach Zarewka. Was haben wir da noch an Truppen? Diese 18.000 bleiben hier. Alle anderen gehen auch nach Zarewka, wenn wir herausfinden, wo Zarewka ist. Astragan, Zarewka. Daher. 18.000, ihr bleibt hier. Du gehst daher. Du gehst daher. Oh, da haben wir noch 29.000 in Gestapo. Sicherheitshalber. Panzereffizienz. Panzer werden stärker. Wir haben noch nicht einmal Panzer. Ah, Panzerexperimente. Wir haben Panzer. Wir können jetzt eine Geschützrohrfabrik bauen. So, wie schaut das da aus? Traurig, sage ich da mal. Sie kriegen minus 2 und wir kriegen plus 3. Noch dazu im Gebirge. Ich frage mich, wie er sich das vorgestellt hat. Und das haben wir jetzt auch besiegt. Ich glaube, diese 50.000, die wir dort stehen haben, sollten eigentlich reichen, um die zurückzuschlagen. Richtung Westen müssen wir. Wie geht's? Tja. 57.000 nach Orsk gehen. Hier geht's darunter und hier geht's nach Orsk. Daher und du gehst daher und du gehst daher. Das haben wir. Pondicherry belagern wir. Und
Das ist eine grausame Sache. Oh, Krakow will aufgeben. Das müsste unser Prestige erhöhen, tatsächlich. Gut. In Hotaido haben wir auch gewonnen. So, wo geht's hier hin? Nach Apa? Tja, Freunde. Das denkt so auch nur ihr. Dass ihr wieder davon kommt. So, nein. Bleib stehen da einfach. Ist schon. Nix da. Gut, was haben wir denn dann noch für Forderungen? Deutschland möchte die Slowakei erobern. So sehr ich Deutschland mag, die sind einfach zu stark, dass wir auf jeden Fall lassen. Wir werden von Österreich verlangen, dass sie uns Südtirol und Pondicherry geben. Also Pondicherry geben nicht sicher, sondern die Franzosen. Hat Frankreich noch etwas, was ich einfach so fordern kann? Nö. Ich überlege gerade, ob wir in dem Krieg noch was fordern sollten. Unsere Infamie ist relativ niedrig mittlerweile. Gute Frage eigentlich. In dem Krieg müssen wir ja nicht wirklich was tun, also so gesehen. Außer rumsitzen und warten. Ja, okay. Ausgezeichnet, Freund, du gehst wieder darauf und wir warten, ob wir wieder angegriffen werden. Beziehungsweise eigentlich werden wir wieder Schluss machen für heute, weil es sind bereits wieder über 40 Minuten vergangen, sehe ich gerade. Es dauert noch an. Alles dauert noch an. Na gut, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Schlaft gut.